freue mich sehr. Ob unser nächster Gast, Robert, ob du unserem nächsten Gast schon mal irgendwo begegnet bist, weil eigentlich hält sie als Reporterin für die Heute-Show den Politikern gerne mal das Mikrofon unter die Nase, aber vor allem ist sie wirklich auf allen deutschen Bühnen eine super Komikerin. Sie sagt von sich selber, sie wäre eine sehr, sehr nette Person, gefangen im Körper eines Arschlochs. Das kennt man aus der Comedy-Szene eher umgekehrt. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf Hazel Brugger! Selbstständig handelst, direkt verschwinden, ja, hinter der Theke, gib mir ein Bier. Ist das ein Hilfeschrei, ja, jetzt ich schon? Ich nehme gerne das, was du trinkst. Nimmst du auch das hier? Ja, sehr gerne. Oh, das ist toll. Ja. Wir hätten gerne noch so ein Mädchenwasser. Ist es dir sehr kalt da unten? Ich habe eine Klimaanlage da unten installiert. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht gerade einen Schlaganfall hatte. Aber es ist einfach, aber ich würde es dir auch sagen, wenn die eine Gesichtshälfte hängt, dann würde ich sagen, Hazel, wir haben ein Problem. Genau so. Sag genau so. Ja, ist gut. Genau so. Dann sag erstmal jetzt schon mal Prost, wir können einen ansingen. Und schön wäre, Robert, wenn du dein Gebein einfach für uns mit einem kleinen Trommelwirbel nochmal einmal wieder rüberschwenkst, ohne unsere Frisuren zu zerstören. Meinst du, dass wir gehen? Gib alles. Ah, yay! So, ich jetzt auch nochmal irgendwie in die Mitte. Soll ich so? Nee, guck mal, ich mach das dann so. Oh Gott, meine Ständis cool. haben so wenig immer zu gucken und deswegen mache ich es einmal am Abend. Genau. Ich finde, dass du relativ smiley bist dafür, dass du sagst, Lächeln ist eklig. Also ich kann jetzt ja nicht hier reinkommen und dann so voll grimmig sein. Ja, habe ich ein bisschen mit gerechnet. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, du machst so dieses Face, was man von dir kennt und bist eher so ein bisschen so, okay, ich bin jetzt hier heute. Aber jetzt lass mal rüberwachsen, was du von mir willst. Ja, aber heute bin ich ja freiwillig da. Ach, das ist ganz gut. Wo bist du denn unfreiwillig? Ja, bei diesen Parteitagen. Also so, es ist schon okay, aber es ist nicht jetzt so. Also ich will nicht an einem Mittwoch um 7 aufstehen und dann nach Essen fahren zu einem Parteitag. Also es ist nicht. Du bist in USA geboren, mhm, weil dein Vater Schweizer ist und deine Mutter Kölnerin. Genau. Nee, mein Vater hat dort gearbeitet an der Uni in San Diego und dann hatten sie schon zwei Kinder und sie wollten eigentlich keins mehr. Das haben sie mir natürlich nicht so früh schon gesagt. Also sie haben mir dann immer gesagt, ja, wir wollten unbedingt drei. Ja, ja. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass das wohl gar nicht so beabsichtigt war. Aber ich bin dann dort geboren und dann sind wir wieder weggezogen. Zwei Brüder und du dann als drittes, genau, und das Mädchen. Ich bin so Fan von dir, aber ich bin auch sehr großer Fan von deinem Vater. Ja, soll er mal kommen? Nee, der soll nicht kommen. Du sollst von ihm erzählen. Okay, gerne. Weil man liest ja viel über deinen Vater, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit deinen Geschichten, die du so erzählst. Der ist Neuropsychologe, genau, so heißt es. Du hast Philosophie, so wie Robert, studiert. Aber nicht fertig. Ich habe nicht mal ansatzweise fertig. Ach, wirklich? Ja, ich habe einfach irgendwann Du wirkst gar nicht wie jemand, der dann aufhört und sagt, ach nee. Ja, also es war schon auch sehr interessant, aber es hat dann einfach gereicht. Ich bin auch immer parallel schon aufgetreten und das war dann einfach viel geiler. Aber anfangs als Poetry Slammerin, die Paralympics unter den, wie sagst du das so? Unter der Literaturwissenschaft. Das finde ich ganz witzig. Ich finde das nämlich ein bisschen auch. Es ist halt schlimm, wenn man das sagt, weil es gibt ganz viele gute Leute, die daher. Aber es ist so wie Musiker, gibt es auch ganz viele, wo du so denkst, so, oh Gott, pack die Gitarre wieder ein, wenn du im Park bist. Aber beim Poetry Slam ist halt genauso. Es ist, also das ist ja immer das Schöne, wenn alle mitmachen dürfen, dürfen alle mitmachen. Aber wie Herr Habeck weiß, dann dürfen halt auch alle mitmachen. Ja, aber ich finde Poetry Slam schon großartig. Aber teilweise entsteht da doch großartige Sachen. Aber der Singsang. Doch, ja. Der also muss ich ja sagen, ich bin ja hier. Machst du, wenn du Poetry Slam machst, auch diesen Singsang, den er sagte, weil sie sprechen so, wie man gar nicht im wirklichen Leben spricht. Ja, das ist so dieser Pathos, der irgendwie aus dem Englischen versucht wird, übersetzt zu werden oder daran so. Ich weiß auch nicht genau. Aber es wirkt dann albern irgendwie. Ja, ich finde auch, dass auch ernste Texte brauchen ja so was Humorvolles. Ist ein bisschen oder zumindest was Zugängliches. Und wenn es dann nur so von oben herab ernst und traurig und schlimm, dann denkt man sich erstens so, wieso machst du das jetzt gerade? Ich habe irgendwie 12 € bezahlt und will jetzt einen schönen Abend verbringen. Ja.
Und zweitens, ist dein Leben wirklich so scheiße, dass du jetzt eine Bühne hast und dann einfach 5 Minuten lang drüber redest, wie schlimm alles ist? Was ist denn los? Wenn sie nicht nutzt. Ja. Poetry Slam, da hast du alle Preise, glaube ich, in der Schweiz bekommen. Das, also ich war sehr, habe die gar nicht alle aufgeschrieben, weil es so, du hast so viele Preise schon abgeräumt. Ich glaube, ich habe 20 gezählt. Ja, dieses Jahr habe ich noch keinen einzigen Preis gewonnen. Das kann ich dir sagen, woran das liegt. Man kriegt alle, ich weiß. Man kriegt alle Preise in einem Jahr. Du kriegst sie irgendwie alle auf einmal und danach bist du uninteressant. Nur noch Wallungen. Dann muss es Wallungen. Und dann muss es eine neue Hazel geben dann irgendwann, der sie wieder alle Preise geben können, okay, in dem Moment. Jetzt reden wir ein bisschen über Peter, über deinen Papa. Ja, sehr gerne. Dein Papa ist, du sagst, crazy, weil man sieht ihn gerne mal draußen in Unterhose und Ledermantel Schnee schippen. Ja. Ich hätte mir so gewünscht, dass mein Vater mir solche Bilder hinterlassen hätte. Irgendwie, dass man gesagt hätte, ey, mein Papa, der ist crazy. Und der ist Nein, also die Bilder sind jetzt nicht das, was ich an ihm so feiere. Weil der Mantel, das muss man halt wissen, ist halt länger als die Unterhose. Ja. Und dann sieht es aus, als hätte er einfach gar nichts an, außer diesen Mantel. Ja, und das ist die Nachbarn wissen halt immer nicht, ob, also, was drunter, ist, ob was drunter ist. Und wissen auch nicht, ob er dann bereit wäre, jetzt einfach zu sagen, hey, wie geht's euch? Und er ist so eine Naturgewalt eigentlich. Weißt du, was ich an Peter am liebsten mochte? Was? Dass wenn ihr als Kinder, wenn ihr nicht artig wart oder Scheiße gebaut habt, dann hat der euch Fotos, wahrscheinlich aus dem Schirembel oder sowas, gezeigt, ja, von Frauen mit Schilddrüsenüberfunktion. Und mein Bruder hasst Frauen mit Klubschaugen. Er findet es ganz Ich weiß cool, ja, wie diese Fotos aussehen. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Bis ihr geweint habt und dann hat dein Vater gelacht und hat gesagt, so, das ist Strafe genug. Ja. Das ist unkonventionell, finde ich, so seine Kinder zu bestrafen. Ja, auch krank halt einfach. Bisschen crank. Ja, ich habe mich jetzt nicht getraut, das zu sagen. Vielleicht guckt Peter zu, aber ist ein bit crank. Schon, er hat ja auch Fahrradsättel und hat die zertrennt und hat sie gegrillt oder gebraten, irgendwas, und euch dann quasi serviert als Essen. Als Gag, ja. Als Gag. Also wir haben, es geht ein bisschen anders, weil wir hatten eine Kochsendung früher, mein Vater und ich. Da war ich 6 und die hieß Tante Olga kocht. Und da haben wir immer so Dinge gekocht, die keine Dinge sind. Also wir haben dann so Eierschwämme gekocht, dann haben wir so einen Schwamm in die Pfanne gelegt und dann so ein Ei drüber. Und dann war es so ein Gag, weil es ein Eierschwamm ist. Und ich habe fast einen Rückwärtssalto gemacht vor Lachen. Und meine Mutter fand es immer mega schrecklich. Aber wie gut, aber die Mutter kommt aus Köln, die müsste doch eigentlich den Humor haben, den karnevalesken Humor. Aber sie hat halt auch den Überblick über die Finanzen. Und wenn wir dann jede Woche eine Pfanne wegschmeißen mussten, war das so. Verstehe. Das ging eigentlich nicht mehr. Aber dass ihr euch so ein bisschen immer als Versuchsperson irgendwie genommen hat, das fand ich sehr, sehr lustig. Er hat sich sehr beschäftigt mit, einmal mit dem Gehirn. Deswegen hast du diese Affinität auch zum Gehirn des Menschen. Was hat er dir über das Gehirn beigebracht? Ganz viel. Also erstmal wussten wir halt schon immer, was das Gehirn ist, dass es das Geilste ist überhaupt. Das wusste ich sehr spät, mega krass. Mit 40. Nein. 42 würde ich jetzt sagen. Nee, also wir haben auch immer, der ist so von einem Kongress nach Hause gekommen und hat uns so ein Lolli mitgebracht in der Form von einem Gehirn. Und dann mussten wir so dieses Gehirn lecken. Oder wir hatten so Stressbälle, die Gehirne waren. Also es war einfach so, also wenn er irgendwie Urologe gewesen wäre, wäre es einfach nur ein Ziel gewesen. Ehrlich, also dann wäre er Gynäkologe geworden. Ja, hier ein Loch. Und ja, also was, ich habe halt ganz früh gelernt, so diese Gehirn, es gibt so Stellen im Gehirn, die haben dann so Namen, zum Beispiel das Lesezentrum ist der Gyrus angularis. Und das konnte ich so mit 6 sagen. Und dann musste ich das immer so vor seinen Arbeitskollegen so, Gyrus angularis. Vorzeige. Und dann war er so voll so, ah ja, das hat sie ganz allein rausgefunden. Und alle wussten so, das ist kompletter Bullshit. Ich finde den so lustig. Ja, das ist schon. Was ist für dich verbale Verhütung? Könntest du das jetzt beantworten oder soll ich dir auf die Sprünge helfen? Nee, verbale Verhütung ist immer dann, wenn es in einer Situation, die nicht ehrlich sein sollte, zu ehrlich ist. Also Romantik ist ja immer auch unehrlich sein. Und wenn man dann einfach sagt so, ein Schniedelwutz. So, das ist verbale Verhütung. Wenn man gerade Leidenschaft hat. Ja, genau. So, und man sagt sowas da rein, ja, was nicht passt, was alles tötet. Ja, dann ist die Stimmung raus und du wirst nicht schwanger. Oder wie du sagst zum Beispiel. Oder doch. Vielleicht erst recht. Vielleicht steht er auf das und dann hast du meinen Vater in der Backe. So. Warum wirst du rot, wenn zu dir jemand sagt, du riechst gut?
Ich finde es einfach sehr intimes. Also ja. Irgendwie so mein Geruch, das gehört mir. Das ist nicht für jemanden, der mir das sagen soll. Egal, ob wenn Frauen das sagen, anders als wenn Männer das sagen. Nee. Egal, ja. Es ist intim. Ja. Sozusagen so, oh, du riechst aber gut. Ja, also, eben, du kannst es gar nicht anders sagen als so, oder? Man muss es so sagen. Ja. Ja. Das ist einfach verstörend. Aber ich mache das gerne tatsächlich auf den Parteitagen. Also ich sag gerne zu den Leuten, sie riechen aber zu was beim Kubik. Das ist unverschämt. Du bist ja unverschämt. Ja klar, natürlich. Was sagt er dann? Ja, dann sagt er, Lackschön. Aber ein bisschen Freude oder so ein bisschen, die findet mich geil oder so? Hoffnung? Wahrscheinlich Hoffnung und Verzweiflung. Und einfach nur Trauer. Du hast, ich glaube, es ist in deinem Programm drin, dass du erzählst, du versuchst zu erklären den Geburtsschmerz. Du sagst, der Geburtsschmerz ist die Geburtsqualen vergleichbar mit einem rasierten Bernhardiner, den man versucht, durch eine Katzenklappe in den Garten zu schieben. Genau. Ich finde das so schön. Und wenn mich jetzt noch irgendjemand irgendwann mal fragt, warum ich keine Kinder habe, dann könnte ich es nicht besser erklären. Es ist einfach die Angst vor genau diesem Moment. Aber nachher hast du einen Bernhardiner. Also ja, okay, das stimmt natürlich. Okay, das stimmt natürlich. Bierdeckelchen schreiben, Leute. Wenn ihr Fragen habt an Hazel, die ich mich noch nicht gewagt habe zu fragen, könnt ihr schon mal ein bisschen was aufschreiben. Was ist mit Zlatan Ibrahimovic? Cooler Typ. Findest du ihn wirklich cool oder hast du uns verarscht? Na, ich finde ihn wirklich cool. Ich habe seine Biografie gelesen, die hat mir sehr gut gefallen. Hast du auch gelesen? Unglaublich männlich, finde ich. Er ist so ein bisschen für mich die Vorzeige Männlichkeit. Zu laufen, zu sein, ja. Der Körper, die also, Haare, Zlatan die Frisur. Zlatan Ibrahimovic ist genauso, wie ich sein will. Erregt er dich, dass du sagen würdest, Gott. Also ich finde den, also der sieht schon gut aus. Ohne den Kopf sieht er schon gut aus. Aber, oh Gott, als wenn das ein Mann gesagt hätte. Das wär, ist so sexistisch. Ja, ich weiß. Man muss ja jetzt als Frau auch so aufpassen. Jetzt nutzen, die drei Jahre, die wir noch tun haben. Das? Sag nein, du mir bitte, tun wir das und reden so weiter? Oder würden wir jetzt einfach sagen, komm, wenn die Jungs es nicht mehr dürfen, dürfen wir es jetzt eigentlich auch nicht mehr? Ich finde eigentlich das, was, ja genau das. Eigentlich müssen wir auch aufhören ja, damit. Weil es ist aber ja lass uns ein letztes Mal noch mal einmal kurz sexistisch sein. Ist es dein Fußballspiel, das dich auch anmacht, weil du sagst, wie der da die Flanke drüber ja, zieht? Ja, das ist auch super kreativ einfach, wie der spielt. Okay. Also es ist halt super unkonventionell. Und auch sein ganzes Auftreten. Also ich mag das halt voll gerne, wenn sehr, sehr intelligente Leute so tun, als wären sie nicht so intelligent. Also das finde ich halt unglaublich erfrischend. Wem sagst du das? Ja. Prost, Jungs! Meine Stunde schlafen! Ich hab noch was, dass du sagst, du kannst bizarr schlecht tanzen und du würdest eher tanzen als singen. Ja. Könnten wir noch mal die Reinholer-Musik vielleicht, habt ihr die gerade noch? Ich weiß, das ist jetzt spontan, Jungs. Ja, die Police Reinholer, das haben wir für dich gemacht übrigens, weil das ist dein Lieblingslied. Rap around the fingers. So, was wäre jetzt? Wir singen nicht, wir machen nichts. Du kommst nur einmal kurz mit mir raus und wir holen die Bierdeckel. Was ist jetzt bizarr schlecht? Nee, warte. Wenn du sagst, ich mach Sexy Dance, ist das? Nein, das ist dann so. Ach so. Das ist eher möglich. Das ist super, ja. Klar. Aber ich dachte nämlich, dass du meinst, so. Nee, ich bin zu groß für das. Ich hab immer das Gefühl, ich nehme zu viel Raum ein.